Moin Moin zusammen zu einem kurzen kleinen Tutorial. Ja, ich spiele dieses Spiel auch. Ist nicht so wirklich, ja. Wo soll man sich mit anfreunden? Ihr werdet heute noch drei Folgen davon sehen, in dem die erste Tutorial-Kampagne gespielt wird. Das ist aber nur, um das mal kurz zu zeigen. Danach gegebenenfalls das freie Spiel. Aber was ich vorweg in diesem ganz kurzen Tutorial zeigen möchte, und das hat mich am Anfang, als ich nichts gewusst habe, zur Weißglut gebracht: Streckenplanung mit Waypoints. Denn die werden nicht beschrieben, zumindest nicht in dieser aktuellen Version, die ich hier habe. Ja, ihr könnt Strecken aber mit Waypoints laden. Oder planen, nicht laden. Oh Gott, hey, planen. Das ist nicht ganz unwichtig, denn die Streckenplanung hier in Railways Empire, Railway Empire, ich mach mal hier das an, damit er auf Pause geht, kann einem zur Weißglut bringen, dazu aber später in den anderen Folgen etwas mehr. Eins müsst ihr wissen, die Züge, wenn ihr nicht eingreift, nehmen immer, immer den kürzesten Weg von A nach B. Und da könnt ihr Gott weiß wie viel Gleise haben, wenn er auch nur einen Millimeter kürzer ist, nimmt er den. Und nebendran, das kann frei sein und kein Stau, er stellt sich in den Stau. Aber in diesem kurzen Tutorial, das geht jetzt nur so 3-4 Minuten, zeige ich euch eine Streckenplanung mit Waypoints. In diesem Beispiel habe ich jetzt mal hier eine Strecke gemacht von Denver nach Cayenne, je nachdem wie ihr aussprechen wollt, und habe hier eine Route genommen, die deutlich länger ist. Ja, ja, zack, da geht er oben rum. Normalerweise, wenn ich jetzt diese Route, die neue Route einzeichne, fährt er hier lang, hier, da, hier rum, dieses Gleis, ja, ist der kürzeste Weg, weil die Kurve hier, ja, die ist ja außen, hier rum, da rein, das ist der kürzeste Weg. Wir machen jetzt eine neue Route und sagen dem Kerlchen, Zuglinie einrichten. Hör mal zu, du fährst da außen rum. Das müssen wir dem sagen. Das macht er nämlich sonst nicht. Und zwar gehst du von Denver nach Cayenne. Und jetzt kommt eine Besonderheit. Warum das so ist, weiß ich jetzt nicht. Normalerweise würde man jetzt sagen, wenn es Waypoints gibt, warum nicht hier anklicken und dann da drauf und dann außen rum und dann nach Cayenne. Das will er nicht. Fragt mich nicht warum. Vielleicht ist es auch ein Bug oder es wird mal behoben. Jetzt kann ich aber hier, hör mal zu, du sollst da hinten rumfahren, einfach, während diese Planung hier noch gegeben ist, auf diese Linie klicken. Hier, zum Beispiel da. Und er macht einen Waypoint. Jetzt ist das ein bisschen komisch, wie der da fahren soll. Er soll ja hier von Denver nach Cayenne fahren und dann nicht zum Waypoint. Ich schieb dann einfach einen hoch. So, jetzt fährt er von Denver hier unten lang. Ich sehe das ja schon eingezeichnet. Hier rum, über den Waypoint 1 nach Cayenne. Der wird nicht gehalten. Das ist nur ein Waypoint. Aber laut Entwickler kommt es auch manchmal vor, dass der Zug trotzdem an einem Waypoint hält. Das müssen sie wohl noch irgendwie beheben. Das macht er nämlich normalerweise nicht und soll er auch nicht machen. So kann man die Waypoints einsetzen, ne? Und man kann mehrere natürlich vergeben. Einfach. Und die kann man leider nicht... Man kann zwar hier Station editieren, das ist aber keine Station. Deswegen kann man den nicht umbenennen. Jetzt gibt es auch eine zweite Möglichkeit. Man kann, das vergessen auch viele, das seht ihr, glaube ich, dann in meinen drei Folgen, die heute noch kommen. Da habe ich es nämlich nicht gewusst, die sind nämlich schon vor einigen Tagen aufgenommen worden. wie ich da hinkomme. Und einige Funktionen sind in der Tutorial-Kampagne 1-Mission, weil es eine Kampagne ist, gesperrt. Also dann nicht böse sein, wenn ihr da was seht, was im freien Spiel geht. In der Kampagne geht's nicht. Ihr könnt jetzt zum Beispiel hier, ich gehe mal hier auf Cayenne, den klicken wir mal an, sagen auf Station editieren. Und wenn es jetzt der größte Bahnhof ist, dann hat er 4 Gleise. Der jetzt nicht, der hat nur 1 oder 2, glaube ich. Wir gehen mal hier raus. Hat nur... Ja, 2 hat er. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wenn er jetzt die Möglichkeit hätte, beide Gleise hier anzufahren, was er nicht geht, da hier ist keine Weiche, können wir hier draufklicken, sagen hier editieren. Und hör mal zu, du kommst hier bitte auf Gleis 2 an. Das kann man dann hier anklicken. Und die Priorität, nimm bitte zuerst hier irgendwelche Passagiere und Post mit und dann irgendwelche Güter. Ja, maximal gehen 8 Waggons, mehr geht nicht. Und jetzt kann sagen, okay, dann nimm mal hier von der Post, nimmst du bitte mindestens 2, maximal... Ja, genau. Okay, jetzt habe ich das Tutorial weiterspielen. Ja, ist gut. Nimm mal mindestens 2, maximal aber 3 Anzahl an Waggons. Mindestens. Das ist aber jetzt, er tut jetzt hier auch nur die Priorität abarbeiten. Das heißt, er wird jetzt maximal 3 Post nehmen und nichts anderes da. Das ist nur gut,
wenn man mit einem Zug mehrere unterschiedliche Stationen anfährt und hier nimmt man Post mit und dort nimmt man Fleisch mit etc. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Das Thema waren die Waypoints. Ihr habt jetzt hier gesehen, wie das funktioniert mit den Waypoints. Vergesst's nicht, ne? Warum ich jetzt hier nicht anklicken kann, wir können es nochmal wegmachen. Ich tue es jetzt nochmal zur Zuglinie. Warum ich jetzt nicht jetzt sagen kann, Denver, dann hier rum, geht nicht. Geht nicht. Das Spiel macht wahrscheinlich Fahr von Denver nach Cayenne, aber über diesen Waypoint. So rum. Ja. Wahrscheinlich denkt das Spiel so. Jetzt wisst ihr Bescheid. Alles klar. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.